به نام زن، به نام زندگی، رها شویم ز طوق بندگی. شب سیاه ما سحر شود، تمام تا زیان آتبر شود. که ما جواب نها صدا شویم، من و تو و دگر دوباره ما شویم. قسم به خون پاک لاله ها، به انقلاب، به عشق و بوسه ها. در این sehen, die sind die Menschen, die im Iran nur aus einem Grund auf der Straße entweder erschossen worden sind oder erhängt worden sind. Die sind die Menschen aus dem Iran, die jungen Menschen, die für ihre Freiheit auf der Straße gekommen sind, um für ihre Freiheit zu kämpfen. Da sind sie auf der Straße erschossen worden von Polizei, von Revolutiongardisten, Revolutionswächter oder Basijis. Wir sind Iraner, Iranerinnen, die seit ewig hier in Deutschland oder seit kurzem hier in Deutschland leben. Und wir sind hier, weil wir eine Stimme sein wollen für die Menschen, die im Iran leben und unter diesem Regime leiden. Das islamische Regime im Iran hat seit diesen letzten 6, 8 Monaten über 20.000 Menschen im Gefängnis gesteckt. Nur aus einem Grund, weil sie für ihre Freiheit auf der Straße gekommen sind. Die Hinrichtungswelle im Iran dauert noch weiter. In dieser Woche sind über 19 Menschen aus verschiedenen Gründen hingerichtet worden. Und als letzte ist ein iranischer Oppositionell, der in der Türkei gekidnappt worden und nach Iran gebracht worden, gestern erhängt worden. Heute früh morgen 4 Uhr ist er erhängt worden, nur aus einem Grund, weil er zu einer oppositionellen Gruppe gehörte. Und das heißt, immer die Menschenrechte mit den Füßen drehen. Wir können nicht so weiter schauen. Wir Deutschen und Menschen, die diese Demokratie kennen, die die Freiheit kennen, können Sie sowas nicht sehen, dass im Iran die Menschen nur aus einem Grund, weil sie einfach auf die Straße kommen und für Demokratie kämpfen wollen, hingerichtet werden. Die EU, die deutsche Regierung, gucken nur einfach zu. Dieser Mensch, der heute Morgen erhängt worden ist, ist er ein schwedisch-iranischer Staatsbürger. Das heißt, dass dieses Regime sogar nicht auf den ausländischen Staatsbürger Rücksicht nimmt und alle Menschen, die gegen dieses Regime sind, in Öffentlichkeit sogar erhängen. Und das ist eine Schande für uns, dass wir die Menschenrechte in anderen Ländern sehen und einfach dagegen nichts tun oder nichts tun können. Wir sind nicht Ohnmacht geworden. Wir wollen, dass die Menschen hier in Deutschland, in Europa, sich dagegen wehren. Wenn das Regime im Iran die Menschenrechte mit Füßen tritt und wir reagieren nicht, dann wird es nur weitergehen. Heute ist ein schwedischer Staatsbürger hingerichtet worden. Auf der Tagesordnung ist auch eine deutsch-iranische, der auch zum Tode verurteilt worden ist und der auch erhängt wird, wahrscheinlich auch in Öffentlichkeit. Wir müssen von unserer Regierung, deutsche Regierung, wollen, dass sie sich einmischen, dass sie endlich Geschäfte mit diesem Regime, die Geschäfte mit diesem Regime aufhören. Das islamische Regime ist da kein Regime, mit dem man darüber sprechen kann, ob man sie zu einem Reform kommt. Die sind nicht reformierbar. Die sind Menschen oder auch gar keine Menschen, die die anderen
Denkende, anderes Denkende einfach in Öffentlichkeit hinrichten oder verhaften, ins Gefängnis bringen und auch foltern. Und die neueste und das schlimmste Folter dieses Regime ist, die in der Tagesordnung steht, Vergewaltigung der Menschen. Ob Frauen oder Männer, um sie zu brechen. Und das brechen sie auch. Sie brechen die Menschen im Gefängnis. Und bis jetzt, die Frauen, die jetzt aus irgendeinem Grund entlassen worden sind, haben auch Suizid gemacht. Wir können nicht mehr einfach sagen, das geht uns nicht an. Doch, das geht uns an, wenn es irgendwo die Menschenrechte nicht einfach praktiziert wird. Im Iran, Menschenrechte gibt es nicht. Das islamische Regime, das iranische Regime bringt einfach die Menschen auf der Straße um. Und diese Bilder sind nur Teil von diesen Menschen, die im Iran hingerichtet worden sind oder auch im Gefängnis zum Suizid gebracht worden sind. Wir möchten Sie darum bitten, alle an Ihre Bundesabgeordnete, Landtagsabgeordnete, Abgeordneten, auch in den Frauen und Männer, die bei uns im Rat sitzen, sich daran wenden und sagen, so geht's nicht, die müssen sich daran irgendwie beteiligen, dass diese Menschen nicht hingerichtet werden im Iran. Wo gibt es, wenn man immer auf die Straße kommt und für Frieden und Freiheit kämpft, mit leeren Händen, einfach auf der Straße erschossen worden? Wo gibt es denn sowas? Im Mittelalter ist weg. Im Mittelalter haben wir nicht mehr. Und jetzt bitten wir Sie darum, uns dabei zu helfen, an, wie gesagt, Petitionen unterschreiben, sich an die bekannten Menschen in dieser Stadt wenden, an Politiker und Politikerinnen wenden, damit sie nicht mehr dafür stimmen, dass Deutschland oder Europa mit Iran Geschäfte macht. Geschäfte mit den Kindermörder machen, bringt nichts. Wir müssen nur zeigen, dass wir auf der richtigen Seite der Geschichte stehen und wir werden nicht diese Mörder dabei helfen, um weitere Menschen im Iran umzubringen. 20.000 politische Gefangene, Demonstranten, Demonstrantinnen seit September letztes Jahres.